Guten Tag, liebe Zuschauer. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Eisenbahnromantik. Heute entführen wir Sie nach Afrika zur Tazara. Das ist eine Bahnlinie, die in den 70er Jahren von den Chinesen gebaut wurde und die von Sambia durch das südliche Tansania zur Hauptstadt Dar es Salaam führt. Die Fahrt mit der Tazara ist nach wie vor ein großes Abenteuer und Spötter behaupten, die Elefanten in der Savanne Tansanias sieht man zuverlässiger als die Eisenbahn. Da rollt sie, die große Hoffnung für den Eisenbahnverkehr im Süden Tansanias, der Mukuba Express von Kapirimposhi in Sambia nach Dar es Salaam, der Hauptstadt von Tansania. Gezogen von einer der 6 Diesel-Elektrik-Loks aus chinesischer Produktion, die Anfang 2013 als Entwicklungshilfe nach Tansania geliefert wurden. 2-mal pro Woche fährt der Mukuba Express, die 1860 Kilometer von Sambia nach Dar es Salaam, und 2-mal kommt ihm der Kilimanjaro Express entgegen. Wir wollen von Sambia nach Dar es Salaam reisen und im Mikumi Nationalpark vom Waggon aus Elefanten, Giraffen und Zebras beobachten. So ist der Plan. Nur hat in Afrika ein Plan wenig mit der Wirklichkeit zu tun. Besonders, wenn es der Fahrplan einer Eisenbahn ist. Auf Mukuba und Kilimanjaro warten die Reisewilligen geduldig viele Stunden und selbst Tage. Freiheitseisenbahn, Uhuru Railway, nannten sie die chinesischen Erbauer und brachten Versorgung und Reisefreiheit in die Savanne. Südlich des Tansam Highway gibt es keine geteerten Straßen. Bis zum Bau der Tazara-Linie reiste man mit Eselskarren oder Schrottreifenbussen. Also ist es den Passagieren egal, ob die Tazara pünktlich kommt. Den Händlern an den Bahnhöfen sind Verspätungen sowieso sehr willkommen. Und wenn sie dann in den staubigen Bahnhofsbereich einfährt, sind alle zufrieden. Die fliegenden Händler über ihre Geschäfte mit den hungrigen und durstigen Wartenden und die Passagiere selbst darüber, dass das Warten auch dieses Mal nicht vergebens war. Joshua ist unser Kontaktmann für das Zuginnere. Er kontrolliert die Einsteigenden und uns soll er zu einem Sitzplatz führen. Noch schnell einen Happen für die Weiterreise und schon soll's losgehen. Nur geht es im Innern des Waggons nicht weiter. Die 2. Klasse ist überfüllt. Man zahlt hier nicht viel mehr als in der 3. Klasse, hat aber viel mehr Platz. Joshua will uns vorangehen, steckt aber selbst erst mal fest. Mach doch den Weg frei. Hier in der 2. Klasse darf nur sein, wer einen Sitzplatz hat. Alle anderen müssen in die 3. Klasse. Joshua kann reden, so viel er will. Es passiert nichts. Es geht los und draußen nur die Savanne. Für Joshua gibt es jetzt Wichtigeres zu tun, als sich um Sitzplätze zu kümmern. Die Fahrkarten der neu Zugestiegenen müssen beschriftet werden. In Handarbeit. Die Tazara verdankt ihre Existenz der Suche Chinas nach einem vom Westen und Südafrika unabhängigen Transportweg für sambisches Kupfer zum Indischen Ozean. Also baute man in den 70ern des vorigen Jahrhunderts die Eisenbahnstrecke nach Tansania. Es war und ist bis heute eines der ehrgeizigsten Entwicklungshilfeprojekte der Chinesen in ganz Afrika. Auf dem Bahnhofsvorplatz in Dar es Salaam kann man in sozialistischer Prosa lesen, dass das Projekt in heldenhafter Zusammenarbeit der Völker von Tansania und China gebaut wurde. Der Bahnhof in Dar es Salaam hat nichts Schönes an sich. Ein reiner Zweckbau,
der nur dann belebt wirkt, wenn zweimal pro Woche der Zug abfährt. Und der wird jedes Mal angekündigt mit den knarrenden Ansagen aus einer Zeit lange vor der Erfindung von High Fidelity. Für einen einigermaßen bequemen oder gar Sitzplatz in der dritten Klasse muss man schnell sein. Hat man bis zur Endstation in Sambia gebucht, bleibt einem dieser Platz mindestens für 2 Tage erhalten. Oft dauert die Fahrt allerdings länger. Pünktlich ist die Tassara allenfalls bei der Abfahrt. Dem Fahrplan nach ist man in etwa 40 Stunden 1860 Kilometer gefahren. Zwischen 33 und 48 Euro zahlt man, je nachdem, ob man Dritter, Zweiter oder Erster Klasse mit Schlafplatz im Abteil bucht. Ganz gleich aber, in welcher Klasse man reist, mit der Tassara kommen alle gleich spät an, wenn überhaupt. Die SDD-20 aus chinesischer Produktion ist zumindest optisch sehr viel ansprechender als die alten U30C Dieselloks von Krupp oder General Electric. Von denen waren zuletzt nur noch 10 von insgesamt 120 gelieferten im Einsatz. 111 Tonnen schwer und 3000 PS stark. Motoren und Technik hat die SDD-20 von General Electric India. Das schön blaue Drumherum haben die Chinesen gebaut. Wenn die Tassara pünktlich am Mittag loskommt, fährt man bei Tageslicht vor allem durch die Vororte von Dar es Salaam und die sich anschließenden Dörfer. Bis zu den Wildtieren im Mikumi-Park oder in der Selous Game Reserve sind es über 200 Kilometer. Und da muss schon alles störungsfrei laufen, wenn man die noch bei Tageslicht sehen will. In den Waggons ist jetzt schon das Abendessen angesagt. Pünktlich um 6 wird in der Nähe des Äquators das Sonnenlicht ausgeknipst. Und es ist keineswegs sicher, dass es im Zuginnern dann auch immer elektrisches Licht geben wird. Wir schaffen es noch vor Einbruch der Dunkelheit und sehen tatsächlich eine Elefantenherde entlang der Bahnlinie. Schon seit Jahren plant die Tassara einen Touristenzug, der frühmorgens von Dar es Salaam aus in den Nationalpark fährt. Danach hätte man Gelegenheit, Ausflüge im Park zu buchen, um die Wildnis ruckelfrei zu erleben. Wir haben das Fortbewegungsmittel gewechselt und wollen erst einmal den mindestens in Afrika einzigen Nationalpark sehen, durch den man mit dem Zug und mit dem eigenen Fahrzeug auch ohne Führer fahren kann. Mit über 3000 Quadratkilometern ist der Park der viertgrößte in Tansania, aber er ist weniger bekannt als zum Beispiel der Serengeti oder der Ruaha-Nationalpark. Es gibt die gleichen Wildtiere, doch viel weniger Besucher im Park, obwohl er nur rund 200 Kilometer südwestlich von Dar es Salaam liegt. Der Mikumi wird durch die größte zusammenhängende Elefantenpopulation in ganz Afrika zu einem besonderen Erlebnis. Wie lange das noch so bleibt, ist ungewiss. Nicht die Straßen oder die Eisenbahn sind für die Wildtiere das Problem, meint Lodge-Betreiberin Marlies Gabriel. Es ist ja schön, dass wir zaunlos hier leben können, grenzenlos hier leben können und auch eben diese Möglichkeit haben, so sehr nah an die Wildnis und an das Tier, das wilde Tier zu kommen. Aber weil es um uns herum auch sehr viel Jagd gibt, beziehungsweise Poaching, Wilderei, wird der Mensch eine Gefahr für das Wildtier. Das kennt keine Parkgrenzen und wechselt vom Nationalpark in Selous Game Reserve, wo, wenn auch eingeschränkt, Jagd zugelassen ist. Keine Einschränkungen kennen die Wilderer, die in Tansania Elefanten im großen Stil abschlachten. Für Wilderer ist die Straße direkt durch den Park wie eine Einladung, auf Trophäenjagd zu gehen. Natürlich ist auch die Bahnlinie quer durch das Naturschutzgebiet eine Gefahr für die Tiere. Eindeutig problematisch aber ist, wie sich immer mehr Menschen an den Grenzen der Wildnis ausbreiten. Mehr Tourismus in Mikumi, wie von der Tassara mit einem Tourismuszug geplant,
würde zwar noch mehr Menschen am Rande des Parks bedeuten, sie hätten aber andere Erwerbsmöglichkeiten als die Wilderei. Das Wachsen der Dörfer ist denn auch kaum zu vermeiden. Die Menschen dort müssen ernährt und versorgt werden. Natürlich gibt es auch die üblichen lärmenden Unterhaltungsmethoden. Die Dörfer werden ganztägig beschallt. Im Kino werden die Filme weiträumig live auf Suaheli kommentiert. Es ist Abend geworden. In Mangula wollten wir eigentlich wieder zurück in den Zug. Der aber ist verschwunden. Der Bahnhof leer. Als plötzlich doch ein Zug um die Kurve biegt, ist es nicht unser Mukuba auf dem Weg nach Dar es Salaam, sondern ein Frachtzug in der Gegenrichtung auf dem Weg nach Makambako. Durch einen Anruf in der Tassara-Zentrale von Dar es Salaam erfahren wir dann, dass der Mukuba irgendwo auf der Strecke ohne Straßenzugang steht und niemand weiß, woran es liegt und wann es weitergeht. Wir beschließen, dem Mukuba entgegenzufahren und sind am nächsten Morgen im Bahnhof von Makambako, 657 Eisenbahnkilometer von Dar es Salaam entfernt. Die hier wartenden Zugpassagiere wollten schon am Vorabend in den Kilimanjaro Express aus Dar es Salaam oder in den Mukuba aus Kapiri steigen. Alle versichern uns, irgendwann von jetzt ab werden die beiden Züge in Makambako sein. Hier unten auf dem Hochplateau von Tansania ist es nachts bitterkalt. Die Fenster im Bahnhof sind alle zerbrochen. Und so macht es keinen großen Unterschied, ob man draußen oder drinnen im Bahnhof friert. Aber niemand klagt. Keiner geht nach Hause. Frühstück liefern die fliegenden Händler, die einzigen, die auf jede Zugverspätung vorbereitet und dafür dankbar sind. Die Morgentoilette wird im Plumpsklo nebenan verrichtet, denn dort fließt Wasser. Mukuba fährt wieder. Wir wollen in Tunduma, wie geplant, allerdings 24 Stunden später als vorgesehen zusteigen und fahren dafür 200 Kilometer weiter in Richtung sambische Grenze. In Mbeya, 125 Kilometer nordöstlich von Tunduma, ist noch alles ruhig. Bis Mukuba einfahren soll, ist noch genug Zeit, dem Phänomen der verspäteten Tassara-Züge auf die Spur zu kommen. Mbeya ist im Süden der Hauptstützpunkt der Tassara mit großen Rangiermöglichkeiten und einer Lokwerkstatt. Bahnhofsvorsteher Renatus Choga klärt erst einmal auf, was mit Mukuba passiert ist. Die Lok ist mit Motorschaden 6 bis 8 Stunden liegen geblieben. Diese Verspätungen kommen durch unsere marode Infrastruktur. Manchmal sind es die Lokomotiven, manchmal ganz andere Ursachen. Eine dieser Ursachen ist ein bergiges Streckenprofil. Kurz vor Mbeya löste sich 2008 eine Waggonkupplung von der Lok und der ganze Zug rollte zurück ins Tal. Unten im Tal ließ man die Waggons die Auslaufstrecke hinauffahren. Die Bremswirkung reichte aber nicht. Zum Glück wurde bei dem Unglück niemand verletzt. Der Schrotthaufen war so lange Kinderspielplatz, bis sich der Abtransport und Verkauf lohnte. Das Bremsgleis ist heute beliebter Treffpunkt der Jugendlichen von Balisi. Dass damals niemand zu Schaden kam, dafür danken sie in Balisi seitdem in Dankgottesdiensten am Fuße des Hügels. Auf der Strecke kommt es häufiger zu Unfällen. Die Folgen davon kann man im Lokdepot von Beja besichtigen. Die häufigste Ursache für die Unfälle ist das Streckenprofil mit den vielen Steigungen. Der zweite Grund für die Unfälle ist menschliches Versagen.
The second, I can say, poor manipulation of the operator. Das Lokdepot könnte in Europa leicht als Eisenbahnmuseum durchgehen. Abgesehen von den 6 STD-20 aus China sind alle Dieselloks vor 1990 gebaut und in Betrieb genommen worden. Eisenbahntechnisch gesehen wurden sie vor Urzeiten geliefert, von der Krupp AG oder von General Electric. Angesichts ihrer Beanspruchung über mehr als 30 Jahre hinweg grenzt es fast an ein Wunder, dass mit den U30C überhaupt noch ein regelmäßiger Betrieb aufrechterhalten werden kann. Die Veteranen werden zwar regelmäßig überprüft und gewartet, das reicht aber schon lange nicht mehr, um Totalausfälle zu vermeiden. Da ist für Werkstattdirektor Ezekiel und seine Mitarbeiter Improvisationskunst und Organisationsvermögen gefordert. Neben den Wartungsarbeiten für die Elektromotoren in den Lokdrehgestellen kommen immer mehr altersbedingte Reparaturarbeiten dazu. Gäbe es zu viele Ausfälle, müsste die Tassara den Betrieb zeitweilig einstellen. Charles Simucile ist der Projektmanager der Werkstatt und dafür zuständig, möglichst viele einsatzfähige Loks aus den Ersatzteillagern zu schaffen. Kein leichter Job, wie er versichert. Die Instandsetzung der Dieselmotoren gleicht einem Puzzle, bei dem es darum geht, die 20 noch verfügbaren Veteranen so auszuschlachten, dass für die eingesetzten 10 immer noch mal ein paar hunderttausend Kilometer mehr rauszuholen sind. Ezekiel kennt die Motoren ganz gut. Der beispielsweise komme von einer Lok, die einen Unfall bei Dodoma hatte. Wir warten, bis wir die nötigen Teile für einen Motor zusammen haben. Wir montieren die Teile aus den Lokomotiven raus, überholen alles, erneuern, wo es möglich ist, und bauen dann rund erneuerte Motoren zusammen, von denen wir sicher sind, dass sie laufen werden. Im Normalfall können wir das mit den Teilen von hier hinbekommen. Und nur ausnahmsweise müssen wir in Übersee Ersatzteile ordern. Mit diesem Ersatzteilsystem für Hauptstrecken- und Rangierlokomotiven hielten die findigen Bastler den Betrieb über 35 Jahre lang aufrecht. Bei der Streckenpflege geht es nicht viel anders zu. Kilometer für Kilometer bessert man aus, was geht. Jeder Unfall bedeutet für Wochen keine Einnahmen auf der durchweg eingleisigen Strecke. Die Arbeiter und Angestellten der Tassara traten letztes Jahr in Streik, weil monatelang keine Gehälter ausgezahlt werden konnten. Schwerstarbeit, Improvisationskunst und trotzdem kein Geld dafür bekommen, strapazierte selbst die geduldigen Tansanier weit über Gebühr. Jetzt wird wieder repariert und ausgebessert. Die Tassara fährt und hat dank der neuen Loks und weiterer Kreditzusagen aus China sogar eine Zukunftsperspektive. In Afrika keine Selbstverständlichkeit. Wir wissen jetzt, warum unser schöner Plan nicht funktioniert hat und hoffen, dass wir Mukuba an der Grenze zu Sambia finden. 125 Kilometer weiter südlich im Bahnhof von Tunduma wird der Express gegen 11.30 Uhr einfahren. Der Weg dorthin ist Afrika pur, bis 20 Kilometer vor Tunduma, wo wir die Konkurrenz zur Eisenbahn geballt zu sehen bekommen. Ein 20 Kilometer langer Stau bis zur Abfertigung an der Grenze. Hier ist die europäische Gegenwart ohne Grenzen noch Lichtjahre entfernt. Das schlecht und manchmal gar nicht funktionierende Eisenbahnsystem Tansanias bringt den Personen- und Güterverkehr trotzdem mehr und mehr auf die Straße. Der Grenztunnel gibt den Blick auf den LKW-Stau und leider auch auf die Leere hinter dem Tunnel frei. Mukuba ist also noch nicht auf der anderen Seite der Grenze angekommen. Die Ruhe im Bahnhof bestätigt unsere Vermutung. Es muss wieder etwas schiefgegangen sein. Tunduma Station Master bestätigt die schlimmsten Befürchtungen. Mukuba lässt uns erneut warten.
Wir beschließen, die Sache afrikanisch zu nehmen. Der Zug wird kommen. An irgendeinem Moment von jetzt an. Und irgendwann kommt er tatsächlich. Wir entdecken im allgemeinen Bahnhofstrubel einen Passagier, der mit Mukuba gekommen ist und sich als Touristin herausstellt. Tiziana Ceruti ist Italienerin und wollte Afrika einmal anders kennenlernen. Ihr geht es prächtig, obwohl sie habe 6 Stunden im Busch festgesteckt, weil die Lok zusammengebrochen sei. Ein paar Leute haben ihr von dem Zug erzählt und sie dachte sich, dass man dadurch die Landschaft viel besser sehen könne, als wenn man mit dem Flugzeug reist. So ist es ja tatsächlich. Die Leute sind sehr freundlich. Da ist überhaupt nichts gefährlich. Sie liebe es, mit den Leuten zu sprechen, mit Leuten aus Sambia oder Tansania, mit ihren unterschiedlichen Sprachen. Das ist gut. Okay, wenn der Zug fährt, wird man ganz schön durchgeschüttelt, besonders wenn sie plötzlich bremsen. Da kann man umfallen, aber irgendwie ist das okay. You can fall down, but it's okay. Wir bekommen zum ersten Mal Gelegenheit, uns die Hoffnung auf eine bessere Eisenbahnzukunft aus der Nähe anzuschauen. Abel Njereza fährt die SDD-20, seitdem sie im Einsatz ist. Natürlich ist das mit der neuen Lok ein ganz anderes Fahren. Die alten sind aus den 80ern. Höchste Zeit, neue Fahrzeuge zu bekommen. Mehr will er nicht sagen und auch über die Technik der neuen Lok nichts. Alles geheim. Er sei angewiesen worden, auf keinen Fall den Motorraum der Lok zu öffnen, solange wir in der Nähe seien. Sehr viel offener als die Chinesen sind die Afrikaner dort, wo sie selbst das Sagen haben. Im Restaurantwagen beispielsweise. Hier ist die Zubereitung der Mahlzeiten kein Geheimnis. Heute gibt's Hühnchen-Eintopf mit Reis. Das Bordrestaurant beginnt, sich zu füllen. Es ist Essenszeit und wer sich das Bordmenü leisten kann, nimmt die Gelegenheit wahr, der Enge in den anderen Waggons zu entfliehen. Allerdings muss man auch in der 3. Klasse nicht auf den Bordservice verzichten. Fliegende Händler bieten Snacks und Getränke an. Es bleibt ihr Geheimnis, wie sie es schaffen, durch das Gedränge der Waggons zu kommen. Draußen zieht eine karge, aber reizvolle Landschaft vorbei. Nur die Chinesen waren bereit, hier eine Eisenbahn als Lebensnerv für die Savanne zu bauen. Das Wagnis der Streckenführung hatten weder die alten Kolonialherren aus England noch die Weltbank eingehen wollen. Den letzten Informationen zufolge wollen sich Mukuba und Kilimanjaro in Makambako treffen. Beide werden dann rund 24 Stunden Verspätung haben. Aber über solche Kleinigkeiten regen sich allenfalls mitreisende Touristen aus Europa oder Amerika auf. Die Tansanier fühlen sich in ihrer Grundhaltung bestätigt. Ihr habt die Uhren und wir die Zeit. Mukuba kommt tatsächlich genau jetzt in Makambako an. Die Stimmung in Europa wäre, wenn die Passagiere eine zugig kalte Nacht auf einem Bahnhof mit eingeschlagenen Fenstern 24 Stunden auf ihren Zug gewartet hätten? Hier hält man sich nicht mit dergleichen Kleinigkeiten auf. Das Geschäft am Bahnsteig blüht völlig ohne miese Stimmung. Es lebt sich besser für den Augenblick als für die Vergangenheit, die sowieso nicht mehr zu ändern ist. Der Wandbehang im Sonderangebot. Turnschuhe und natürlich das Auffrischen des Reiseproviants, das sind die aktuellen Probleme. Und irgendwann wird die Tassara auch in Dar es Salaam ankommen. An irgendeinem Moment von jetzt an.
Dazwischen muss noch Fracht geladen werden. Und ja, richtig, die hier wartenden Passagiere müssen ja noch irgendwo einen freien Platz im Abteil finden. Sogar der Kilimanjaro kommt in Makambako an. Zwar mit inzwischen 26 Stunden Verspätung und auch mit einer Ersatzlok, aber er ist da. Der General Electric Veteran, 3210 PS stark, ausgeliefert im Spätjahr 1990, hat die niegelnagelneue Chinesenlok ersetzt und donnert jetzt mit seinem V12 Viertakt-Dieselmotor in Makambako ein. Da rattert im Innern sicher nicht mehr derselbe Motor wie bei der Auslieferung. Die Motorenbastler der Tassara haben da bestimmt Großes geleistet. Aber die E1028 läuft und läuft und läuft. Nicht immer, aber immer wieder. Und jetzt eben anstelle der chinesischen Hoffnung. Es wollen viel mehr Passagiere nach Sambia als nach Dar es Salaam. Also müssen die jetzt leeren Waggons von Mukuba an den Kilimanjaro angehängt werden. Das wird ihn länger und schwerer machen. Nein, wir denken nicht daran, dass das womöglich die Ursache sein könnte, dass auch die E1028 den Dienst einstellt. In Mbeya hatten sie ja jetzt auch schon wieder einen ganzen Tag lang Zeit, eine rund erneuerte Uraltlok in Gang zu bringen. Notfalls muss die halt das Problem lösen. Als der Kilimanjaro sich in Richtung Sambia in Bewegung setzt, steht Mukuba immer noch am Bahnsteig. Das wird schon seinen Grund haben. Bei 28 Stunden Verspätung kommt es auf die eine oder andere Minute mehr oder weniger auch nicht mehr an. War ja auch in den Stunden davor für die Passagiere auf dem Weg in Tansanias Norden nicht wirklich ein Problem. Aus europäischer Sicht ist der Eisenbahnbetrieb in Tansanias Süden eine einzige Katastrophe. Nichts funktioniert wie geplant. Und auch der Dienstbeginn der neuen Loks aus China ist nicht gerade vielversprechend. Aber solche Überlegungen sind ureuropäisch. Die Tassara fährt durch den Süden von Tansania, ist der Lebensnerv, ohne den die Savanne östlich des Tansam Highways in die Steinzeit zurückkatapultiert würde. Aus europäischer Sicht hängt die Tassara am Tropf, droht in jedem Monat ohne Einnahmen mit jeder kaputten Lokomotive und bei jedem Unfall unterzugehen. Das tut sie aber nicht. Sie wird immer wieder kommen. Und zwar in irgendeinem Moment von jetzt an. Garantiert.